Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Final Fantasy VII, einem PS1-Klassiker, den ich ausgegraben habe. Das Ganze spiele ich emuliert auf dem PC, damit ich das Ganze natürlich aufnehmen kann. Und ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen hin, da ich ja sehr viel lesen werden muss, darf, wie auch immer. Ich würde sagen, steigen wir einfach mal ein. Komm, Neuer, folgt mir! Und da ist unser erster Kampf. Und da wir am Anfang noch nicht viel können, werden wir uns da wohl darauf beschränken müssen, normale Angriffe auszuführen. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe das Spiel früher, als ich noch jung war, gesuchtet wie blöd. Wow, er war früher in Soldat. So einen wie den findest du nicht jeden Tag in einer Gruppe wie Avalanche. Soldat? Sind das nicht die Feinde? Was macht er bei uns bei Avalanche? Moment, Jess. Er war bei Soldat. Er ist von dort weggegangen und jetzt ist er bei uns. Hab deinen Namen nicht mitbekommen. Ja, also ich bin ja stark dafür, wir bleiben puristisch und lassen ihn natürlich im Originalzustand. Claude. Claude, ich bin... Es ist mir egal, wie ihr heißt. Wenn dieser Job vorüber ist, gehe ich weg von hier. Verdammt, was macht ihr hier alle? Ich dachte, ich hätte euch gesagt in einer... Ich hätte gesagt, nie in der Gruppe zu gehen.
Unser Ziel ist der nördliche Makoreaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Ex-Soldat, ha? Trau dir nicht. Auch ihn behalten wir natürlich im originalen Namen. Drücke die Richtungstaste und die Abbrechen-Taste gleichzeitig, vorher mit X gekennzeichnet. Okay. Das ist dann wohl der Makroreaktor Nummer 5. Laufen wir mal den Mann hinterher. Wir haben doch Zauber. Ja, ja, das Spiel erinnert mich immer wieder an meine Kindheit. Nach Hause gekommen von der Schule, stundenlang dieses Spiel gezockt. Das Problem ist nur, ich weiß nicht wirklich, was ich dann nebenher erzählen soll. Aber ich hoffe, ihr genießt es trotzdem ein wenig mit mir zu spielen. Hey, das ist dein erstes Mal im Reaktor? Ist das dein erstes Mal im Reaktor? Nein, ich habe schließlich für Shinra gearbeitet, weißt du? Der Planet ist voller Makroenergie. Die Leute hier verwenden sie jeden Tag. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber Shinra saugt ihn immer aus. Immer mehr aus. Nein, ihn immer aus, so rum. Mit diesen seltsamen Maschinen. Ich will keine Lektion. Beeilen wir uns. Jetzt reicht's. Ab sofort kommst du mit mir. Oh, wir können wieder laufen. Code entziffert. Auch wenn das jetzt total die falsche Stimme war, weil das eigentlich Bix sagt. Jess? Ich weiß immer noch nicht, ist Jess weiblich oder männlich? Egal. Code entziffert. Bleiben wir bei der Computerstimme. Diesmal brauchte sie keinen Code entziffern. Oder er. Na gut, sie sieht weiblich aus. Drücke die Taste da drüben. Taste, Taste, da. Einschalten. Allmählich saugen die Reaktoren das ganze Leben aus. Und dann ist Schluss. Ja, und? Es ist nicht mein Problem. Der Planet stirbt, Cloud. Mir geht es nur darum, diesen Job zu Ende zu bringen, bevor die Wachen und die Robo-Wachen kommen. Dieser verfluchte kleine dreckige Mistkerl, ich könnte ihn würgen. Plopp! Ist er in mir. Natürlich eigentlich nur bei uns, aber naja, für die damalige Zeit ging das halt noch nicht so. Warte auf uns, warte auf uns. So, jetzt sind wir also zu zweit. Barrett ist bei uns.
Ja. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich wirklich erzählen soll nebenher. Ich konzentriere mich, glaube ich, wieder mal viel zu sehr aufs Spiel. Ja, da verschwenden wir jetzt natürlich Mana drauf. Das war dämlich. Naja, egal. Ach ja, der Siegessong. Welch Melodie im Ohr. Gewöhnt euch besser gleich dran. Die werden wir noch öfters hören müssen. Drücke OK-Taste vor einer Leiter, um sie festzuhalten. Ich dachte, die Leiter hängt, aber gut, müssen wir sie halt wohl festhalten. Danach kannst du dich mit der Richtungstaste nach oben und unten bewegen. Trank erhalten. Drücke die OK-Taste, um ihn festzuhalten. Ja, okay, brauchen wir nicht. Haben wir schon gelesen. Ich weiß nicht, ob ich nach all den Jahren das noch hinkriege, dieses Spiel so locker flockig durchzuzocken. Ja. Aber was ich euch schon mal versprechen kann, es werden einige Folgen. Weil das Spiel habe ich damals, lasst mich nicht lügen, glaube ich 99 Stunden für gebraucht. Aber die Story ist spannend genug, glaube ich. Ich brauche da, glaube ich, gar nicht so viel erzählen. So, ich wollte hier eigentlich speichern. Speichern. Oh, wir haben keine Memory Cards eingebaut. Moment. Ja, da haben wir wohl dann ein kleines Problem. Gut, dann mache ich hier erstmal einen Folgencut und guck mal, wie ich speichern kann. Oh, warte. Schnell laden, schnell speichern. Ah, hat das jetzt geklappt? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der hier weiter aufnimmt, währenddessen ich hier rumbastel. Einstellungen, Memory Cards. Nein, hat wohl nicht geklappt. Gut, also, dann mache ich hier erstmal einen Folgencut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi!